Nee, fahrt ihr ruhig alle vor. Ja, ich fahr jetzt hier erstmal auf die Wiese. Alter. Ich warte jetzt einfach mal, bis sich das da aufgelöst hat. Ich warte, bis der Andi hier mal reingefahren ist. Ich sehe nur Namen, die sich bewegen. Ich sehe Andi, der sich verkeilt hat. Zwischen Leitplanke und Zaun. Was ist denn jetzt los? Du hast dich verkeilt zwischen Leitplanke und Zaun. Du hast dich verkeilt. Zwischen Leitplanke und Zaun. Ist doch alles gut, Julian. Ja, zaun sie mal, da hast du dich verkeilt. Du hattest dich verkeilt zwischen Leitplanke und Zaun. Ja, zaun sie mal eine Runde. Zaun sie mal hier, dann muss ich ihnen noch was zeigen. Zaun sie sich das mal an. Ja. Zaun sie sich das mal an, doch. Ja, ich fahr da mal vorbei. Nee. Ja, ich muss vor, weil ich muss meine Fracht jetzt abliefern. Ja, nee. Ey! Was denn? Nicht nach rechts ziehen. Wo fahren wir denn jetzt hin? Nach Göteborg. Borg? Ja, Göteborg. Klingt schwedisch. Hoffentlich assimilieren wir uns da nicht. Ja, rechts, das ist gefährlich. Rechts abbiegen. Rechts? Ja gut, sagt mein Navi auch. Ja, meins auch. Das sind tolle Ampeln hier. Das sind genau ein LKW-Ampeln. Ein LKW-Ampeln? Ja, in Omsi gibt es hier ein Auto-Ampeln. Carsten, und dann wieder rechts vorne? Das ja, geht ja nicht anders. Ich stehe nämlich noch an der Ampel. Das geht gar nicht anders, lieber Andi. Ach, das geht gar nicht anders, Carsten. Ach so. Kannst du dem Chicoten auch schon mal Bescheid geben? Der muss rechts fahren, direkt hinter dir. Anders. Ach, das ist die... Ach so. Der, ist das ein Kreisverkehr? Ne, Ampel, ne? Da habe ich schon mal neben dem Andi gestanden. Ja, da war ich sogar dabei. Hm, genau. Da bin ich über die grüne Wiese gefahren. Über die grüne Wiese, nicht über die blaue? Nee, über die grüne Wiese. Alter, so grün wie dein LKW. Da kommt keine A. Da fahren wir einfach über Rot. Bei mir ist jetzt grün geworden. Ja, das ist schön. Ich fahre. Dann müssen wir da vorne auf die Autobahn fahren. Oder? Das sehe ich noch nicht. Täusch mich das. Nee, geradeaus. Ich bin noch viel zu weit weg. Wo fahren wir hin? Nach? Geradeaus. Göteborg. Göteborg. Nach Göteborg. Wo ist denn hier Göteborg? Toll. Auf der Karte. Da ist Göteborg. So. Andi? Ja? Fährst du? Ja. Vielleicht mal? Ja. Ja, ich weiß, das ist hier eine Steigung. Das ist... Kommst du mit deinem komischen MAN hoch oder was? Doch. Es dauert nur ein bisschen. Dieses hässliche weiße Teil. Geradeaus. Das ist die White Lady. Hässlich. Nein. Doch. Weiß. Hässlich und weiß. Na komm. Schade. Wer denn? Ich wollte den Jackson austricksen. Ich habe jetzt rechts geblinkt und habe so getan, als würde ich auf die Autobahn fahren. Aber ich bin's nicht. Komm, Julian. Julian, ich lass mich gleich mal zurückfallen und bremse dann mal den Jackson 5 ein bisschen aus. Ich glaube aber, er ist gerade gar nicht mehr da. Oh, das der hatte mehr. Doch eine Fracht, oder? Ja, der ja. Ist eine Fracht. Und trotzdem der hat er uns... Der Jackson 5 ist noch da. Ist der noch weiß da? Doch gar nicht, wo wir hinfahren. Und? Der verfolgt uns trotzdem. Quatsch. Doch. Ja, vielleicht findet er es interessanter, dann mit dem Trailer zu fahren. Interessiert ihn nicht, ob er Strafe kriegt oder nicht. Ist der Spacken jetzt wieder hinter mir? Ich wollte mich jetzt gleich sowieso mal zurückfahren lassen. Weil der Spacken ist schon wieder hinter mir. Ist er schon wieder da? Chakoti, du weißt, was du zu tun hast. Ja. Ich fahre ganz rechts gerade. Ihr müsstet da genug Platz zum Vorbeifahren haben. Paar 70. Kommt einer von vorne? Im Moment gerade nicht. Nee, alles frei. Dann fahre ich vorbei. Genau jetzt. Ja, ich sehe dich im Rückspiegel. Andi, du sagst Bescheid, wenn einer kommt, ne? Ja, alles frei. Wer kommt da hinten? Ist das Julian oder das Jackson? Ich bin das. Der ist direkt hinter mir. Jetzt kommt einer. Jetzt kommt einer. Während du mich überholst, gebe ich Gas. So, jetzt kommt einer. Kann ich rüber? Ja, fahr rüber. Hoffentlich überholt er jetzt. der Jackson. So, pass auf. Wie weit ist er hinter mir? 46, 39, 36, 34, 31, das. Bums. Nice, Bums. Er hat mich überholt, ja. Da habe ich mal kurz Kontrolle über den LKW verloren. Entschuldigung. Hoppala. Wo steht er denn? Er steht gar nicht, er fährt noch. Ach, ich wollte ihn aber eigentlich umwerfen. Bums, da musst du den Andi dran lassen, der kann Leute gut umwerfen.
Was soll denn das jetzt heißen? Willst du mit mir anlegen? Oder nö, du hast aber die Taktik, nein, um Leute umzulegen. Ja, voll die Taktik. Das ist ein Lob. Andi, das ist ja eigentlich ein Kompliment. Der Julian findet dich umwerfend. Nein. Boah. Nein, 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 nein. Ah, rechts ab. Rechts ab. Wo rechts ab? Ich bin ein bisschen zurückgefallen. Bei der ersten Autobahnauffahrt. Der Autobahn. Autobahn rechts ab. Carsten! Okay. Ja, was denn Carsten? Carsten! Carsten! Was denn Carsten? Ja, du hast mir gerade langgeschraubt hier. Ja, wenn du mich da, ja, Mensch! Mit dem Hubschrauber. So mitten auf der Straße stehst, Mensch! Nee, ich hab nicht gesteht, ich hab geblinkt. Nee, du hast gesteht. Ja, und du hast gesteht, aber sowas von hast du gesteht. Nicht gesteht? Was denn jetzt? Gesteht, nicht gesteht? Er hat gesteht. Nein. Doch. Bei mir steht's auch manchmal. Boah. Haben wir den Jackson immer noch hinter uns? Ja, ja, der fährt da noch. Braucht er immer noch. Ich hab ihn leider nicht signifikant ausbremsen können. Musst du da? Ey, der hat mich überholt. Ja, bei mir urplötzlich vom Himmel her komplett anders. Bei mir auch. Ja, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ich war voll erschrocken. Ja, ich auch gerade. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wird das jetzt wieder dunkel? Nuklear und weißt so. Du, die ganze Zeit wünschst du dir die Sonne herbei. So, und dann müssen wir jetzt hier Richtung Stockholm, Jönköping oder geradeaus? Ne, links. Also, hinter der... Rechts oder geradeaus, dann nein, links. Unter der Autobahn, dann links. Ach, unter der Autobahn, dann links. Danke. Bitte. Also bei dem Kreisverkehr die dritte Ausfahrt? Um jetzt mal mit Annis Worten zu sprechen, ist toller Konvoi. Wo bin ich denn? Wie bin ich denn hierher gekommen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, Julian, kann ich dir leider auch nicht sagen. Wie bin ich denn hierher gekommen? Wo seid ihr denn? Ja, ich bin irgendwo jetzt hier in... Weißt du, der Jackson ist schon bei uns und ihr? Ich bin in Jönköping. Oder Anni, kennst du Sinnlos im Weltraum? Ja, hat mir aber nicht so gefallen. Warum bin ich denn jetzt in Jönköping? Also, na Raumschiff fliegen, das kann hast du denn jeder gemacht? Aber Moped fahren, da kannst du nur, du Jung. So, wo treffen wir uns denn? Ich bin nicht mehr da. Hä? Können wir uns bei der Tankstelle nach Jönköping treffen? Welche Tankstelle nach Jönköping? Hä? Ich weiß auch nicht, was Julian gerade will. Ich setz dir da einfach einen Punkt nach Göteborg und fahr nach Göteborg. Ja, fahr ich jetzt auch. Fahr doch mal nach Göteborg. So weit ist das doch gar nicht. Bist du die Firma vor Göteborg oder bist du irgendwo in... Ist übrigens ein super Konvoi gerade. Wo ist denn der James? Ich bin gerade an einem Schild, das sagt gerade aus Göteborg. Aha. Einspurig jetzt, oder was? Nee, cool, ich fahr gleich unter einer Brücke durch. Jetzt flockiere ich gerade den Jackson, der steht hinter mir. Kann es sein, dass ihr irgendwie anders fahrt? Rechts nach Göteborg. Hub mich nicht an, Typ. Der Jackson hubt dich an. Oh, guck mal, der fährt auch LKWs. Oh, jetzt wird's einspurig, ja. Ach so, so weit hinten bist du? Cool. Ja, ich fahre jetzt auf die Autobahn Richtung Göteborg. Der hängt mir jetzt am Arsch hier auf einspurig und will durch. Oh, da kommt ein LKW. Oh. Ja, mit LKWs, ne? Weiß ich nicht, was er hinten drauf hatte. War orange. Also der LKW war orange. Weiß ich, was der hinten drauf hatte. War orange. Ja, Jackson, du bist ein ganz großer, wir wissen. Fährt auf der Gegenfahrbahn, ich halte es nicht aus. Jetzt wird wieder zweispurig. Ja, Andi, dann gib Vollgas. Lass ihn auf der Gegenfahrbahn. Ja, hoffentlich kollidiert er gleich. Ich lach mich tot, wenn das passiert. Ah, ich sehe da vorne einen LKW. Ich glaube, das ist der Carsten. Ja, das ist der Carsten. Ja. Oh, okay. Schade, es ist nicht schief gegangen. Dann kann ich ja wieder ein bisschen sehr Gas traurig geben. Aber er ist weg. Ja, ist er weg? Ja, er hat das Interesse an uns verloren. Glaube ich nicht. Ja, weil wir so gemein zu ihm waren. Das macht nichts. So, für ihn reicht's. Ist er weg? Wo ist er hin? Ist er abgebogen? Ach, warte mal. Ich fahr mal hier neben der Tankstelle an die Seite und warte kurz auf euch. Ja, wir sind aber jetzt schon direkt da. Also bei mir wird's jetzt einspurig hier. Du kannst schon wieder Gas geben, ich sehe dich. Ach, er ist übrigens tanken. Tanken? Yes. Und fährt gerade los. Warte. Er fährt gerade los. Er kommt jetzt raus. Ist egal. Andi, du bist ein... Was denn? Ist was? Ah ne, ist schon gut. Upsala. Oh, blöd. Da fahren wir auch heute auch noch hin. 10 Sekunden da hinten. Hoppala. Ey, ja, hopp. Ist das herrlich. Du, ich glaube, in Göteborg repariere ich erstmal. Jetzt mein LKW ausgegangen. Ja, dann musst du auch reparieren in Göteborg. Ja, es ist doch 69% Schaden. Ha, 69.
Don't worry. Meine Fracht, ja. Jetzt sag nicht, du hast extra noch sorry geschrieben. Er schreibt don't worry. Der glaubt jetzt ehrlich, das war keine Absicht, ja. Das glaubt er jetzt nicht mehr so ein ironisches, oh, ups, sorry, tut mir leid. Nicht kommen, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, wie das passieren konnte. Wo bist denn du jetzt? Also fährst du jetzt noch oder lässt also bei mir ist halt immer noch einspurig. Ich fahre 60. Ach, hier ist eine Tankstelle. Ist Julian gar nicht da oder bei, was? Bei mir wird's wieder zweispurig. Der Julian ist ganz woanders. Hä? Der Julian ist ganz anders gefahren. Ja, zweispurig sind wir jetzt auch gerade wieder. Was hat er denn gemacht? Weiß ich auch nicht. Ich hab mich verfahren. So, rechts hoch. Ja, rechts hoch. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Hier ist die Tankstelle, wo ich glaube, ich mit dem gerade gekabbelt hab. Ich glaube, er kann nicht mehr fahren. Oh. Oh. Also ich hab ihn, er stand und ich mit 110, ja? Oh. Alter Schwede. Also es hat richtig gerumst. Ja, ich hab's gesehen in der Außenansicht, aber ich dachte eigentlich, so schlimm hätt's ihn jetzt nie erwischt. Ja, hätt's. Ich glaube, er musste sich irgendwie zurücksetzen lassen. Du bist aber Ich hab gesagt, ich krieg das hin, dass wir ihn loswerden. Das ist voll gemein. Und jetzt ist er in Göteborg und hat sich da hinzugefunden. Motorfehlfunktion. Wo geht's denn Richtung Göteborg hier? Wie weit ist es denn noch nach Göteborg? Ich sehe schon den Kringel blinken. Die Skyline sieht der Carsten. Ja, die auch. Weil ich kann irgendwie nur noch 90 fahren. Ja, wir sind gleich da, wir fahren jetzt wieder ab von der Autobahn. Weit. Mein LKW dreht hier gerade 2100 Umdrehungen. Ja. Ich sehe mein Ziel schon. Carsten, zu welcher Firma musst du denn? Firma. Die Firma. Gut. Ich fahr jetzt zur Werkstatt in Göteborg. Wer ist der Arbeitgeber? Weiß ich nicht. Hab ich vergessen. Also ich fahre jetzt zur Werkstatt in Göteborg. Ja, fahr du zur Werkstatt in Göteborg. Das ist aber nicht die Firma, wo ich hin muss. Nee. Aber Göteborg ist in mehrere Örtchen aufgeteilt. Ne? Lass uns doch bei der Werkstatt in Göteborg treffen. Ja, aber wenn du ganz woanders bist mit der Werkstatt? Nee, ich bin also in Göteborg. Wir fahren in die Nähe, da ist auch eine Tankstelle. Tankstelle und die Garage. Ja, ich guck mal. Ist da auch eine Werkstatt? Von der Garage. Ist da auch eine Werkstatt? Nee, fahr einfach da lang, wo das eine Schild liegt. Da bin ich drüber gefahren, da bist du richtig. Nee, du bist nicht über Schild gefahren, das hast du nicht erwischt. Du bist über die Bordsteinkante gefahren. Ich hab doch noch Schaden bekommen. Bei mir stand das Schild noch. Ja, das siehst du auch direkt hinter dir. Das siehst du auch nicht, wenn das umfällt. Das siehst du gar nicht. Nee, ja, das siehst du nicht. Doch, letztens hab ich das gesehen, als du den Poller gefällt hast. Gefailt. Ja, hoppala. Ja, das sieht aus, als wäre da vorne, ja, da ist eine Werkstatt. Ja, da ist eine Werkstatt, genau. Und ein Händler. Volvo-Händler. Und es laggt. Oh, Motorfehlfunktion. Das hatte ich ja zum Glück nicht. Ja, habe ich auch gerade. Carsten, warum machst du das Licht an? Ich war immer mit Licht. Boah, aber doch nicht mit Fernlicht. Ich hab doch Fernlicht nicht an. Du hast sieht aus, als hättest du das Fernlicht an. Nee. Ampel ist gut. Er will nicht anspringen. Kenn ich. Ich lasse jetzt einfach rollen. Ich roll jetzt zur Werkstatt. Lass rollen, Alter. Lass rollen, du. Oh nein. Boah, ist das schön hier! Ich sehe gerade einen roten LKW, ich glaube, den kenne ich. Ich wusste es. Wenn da Jackson drüber steht und es ein Scania ist. Verdammt! Ich guck mal von außen. Oh nein, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Verdammt. Nee. Blablabla. Nee, er ist es nicht. Mein LKW klingt toll. Ich habe ihn gerade gestartet. Und der Motor machte blablab, blablab, blablab. So frei, ich will nicht mehr. So, lass mich doch jetzt endlich scherben. Ich kenne das Problem. Oh ja, meiner schnarcht gerade so. Boah, ist das hier ein Riesengelände. Das sind meine ganzen Gummibärchen, verdammt nochmal. Die hast du gefressen. So. Ich hatte mir doch hier Gummibärchen. Ach, da. Kein Jackson 5 mehr. Nee, so, das ist doof. Da du hast ihn verkrault. Find ich scheiße. Ihr wollt ihn noch umwerfen. Werden. Ja, hallo. Ich wollte ihn noch umwerfen. Guten Tag. Ja, ist ja noch ein Julian. Warum gehen denn diese Gummibärchen jetzt nicht auf? Bring ihn nicht auf dumme Gedanken, Chakoti. Ich könnte dir Marzipankartoffeln anbieten. Ja, schön. Das bringt mir jetzt nur hier nichts. Habe ich vorgestern erst gekauft. Marzipankartoffeln.
Ja, weil das ist, finde ich, an Weihnachten schon das Beste. Ja, aber die sind ja jetzt nicht hier. Du bist ja jetzt nicht hier. Also der Josh, der hat's mit Spekulatius. Oh ja, Spekulatius. Spekulatius. Aha, lecker. Ja, ich mag aber nur die weißen. Und Lebkuchen. Hä? Und Lebkuchen. Ich mag nur die weißen Spekulatius, nicht die braunen. Ich kenne überhaupt keine weißen Spekulatius. Butterspekulatius? Butterspekulatius. Die hellen. Ach so, das sind keine weißen. Die weißen, nicht die dunklen. Darf er das? Darf er das? Oh. Ja, darf er. Annehmbar, wieso denn nur annehmbar? Was hab ich denn? Hä? Ja, weil, ich hatte auch nur annehmbar. Weil die Fracht entgegengenommen haben. Die haben die Fracht angenommen, deswegen annehmbar.